Anna, ist gut heute mitgelaufen? Ja. Mit in der Mala? Ja. Was bedeutet das für dich heute? Ja, es ist einfach wunderbar und toll, dass wir heute miterleben dürfen, dass Stuttgart 21 einfach noch ein Thema ist, dass so viele Leute weiter auf die Straße gehen, sich empören gegen Stuttgart 21, gegen eine Politik der Finanzdiktatur der Banken. Und das macht mir richtig Mut und es zeigt auch, Stuttgart 21 ist auch für Stuttgart noch das zentrale Thema. Und deswegen heißt es am 7. Oktober jetzt auch, Leute, ihr könnt jetzt wirklich ein politisches Zeichen setzen und mich wählen. Am 7. Oktober war schon eine Veranstaltung, ja, auf dem Schlossplatz? Nein, auf dem Schillerplatz. Auf dem Schillerplatz, auf dem Schillerplatz, okay. 17.30 Uhr. Und wir wollen noch mal erklären, was ich als Oberbürgermeister und wir gemeinsam gegen Stuttgart 21 tun können. Weil da gibt es einiges, was man zusammen mit dem Gemeinderat, aber vor allem der Bevölkerung und als Oberbürgermeister noch gegen dieses Projekt machen kann. Und wir sehen ja heute, es gibt noch viele Leute, denen es am Herzen liegt, dass wir Stuttgart, den Bahnhof bewahren, abwenden den Schaden, den dieses Projekt bringt und das Geld für was Besseres ausgeben, für eine ökologischere Stadtentwicklung. Jetzt war es ein bisschen geschrien bei mir.